Grüße. Wie ihr seht, wir spielen wieder wie Walking Dead, Folge 2, Episode No matter 1. Und damit what grüße ich can erstmal live there herzlich bei anyway. Looks like BoneTV. Hier ist radius. euer Fames. Und wie ihr seht, wir knüpfen nahtlos an die vorige Folge. Ich bin da gerade über den I Zaun wonder if geklettert mit anybody's meinem home. angeknacksten, vielleicht sogar gebrochenen Bein. Und bin jetzt in dem Haus. Die Folge wird auf jeden Fall spannender als die vorige. Endlich passiert mal was, man trifft Leute. Man kann sich für Wege entscheiden, also die wirklich ausschlaggebend sind, weil I ich habe das wonder if nochmal angezockt, die anybody's erste home. Episode, und habe probiert, mal da, wo der Polizist den Zombie umfährt, ihn Hello? davor zu warnen, aber da Anybody ändert sich nichts, man home? landet immer da unten, egal was Need man a nimmt. little help? Aber hier ist es halt schon bedeutender, kann man sich überlegen, wie man dastehen will, ob man als pädophiler schwarzer Mistneger dastehen will oder als übelster Typ. Coming Ja, in. erstmal würde ich mich noch entschuldigen, dass Go es so soon, lange gedauert hat mit der okay? Folge. Ich hatte mündliche Prüfungen und sowas und musste lernen. Aber ich habe das Abi jetzt geschafft. Und ich bin durch, Leute. Ich bin durch. Und jetzt könnt ihr euch wieder schön freuen auf The Walking Dead. Jetzt kommt Folge um Folge. Hello? So. Not an Ja, intruder. jetzt bin ich hier gerade in dem Haus von einer One of Familie. Das them. Kind. Ja, das Kind. Jetzt frage ich mich schon, was für ein Kind. Das werde ich auch These nicht people sagen. might need more help than I do. Für alle, die beim Lesen hinterherkommen, die müssen einfach mal Pause drücken. Auf jeden Fall ist es hier durch die Musik schon, naja, ein ganz schönes, naja, unheimliches Feeling, sag ich mal, als wenn man den Blutfleck da sieht. Oh ja, hab ich auch gedacht, Essen, Essen, aber It's fake unecht day. Mist, ja. Was Leute auch unechtes Obst zu stehen haben. Idiot, ey, du siehst doch, da ist alles voller Blut, Mann, was machst du denn? Wieso fällst du denn da hin? Aber naja. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwas finden. Ja, ein bisschen Wasser geschluckt. Das hilft erstmal wieder. So eine Anzeige wäre noch ganz cool irgendwie. Was hat überhaupt eben gerade so gepiept? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Guck mal, es piept doch schon wieder. Was ist denn das? What's Müssen that wir gleich mal beep gucken, würde at? ich sagen. Erstmal hier alles schön looten. Wie ihr das von War Z schon kennt, immer alles mitnehmen, was gibt. Eine Knarre zu finden wäre jetzt natürlich richtig geil. Ich muss sagen, das Spiel hat mich auch lange schon mehr überzeugt. Oh, ein Walkie-Talkie. Jetzt kann ich schon mit irgendwem quatschen. Wie hat mich das Spiel schon mehr überzeugt? Grafik halber hat man sich das angewöhnt. Macht auch echt mehr Spaß schon. Es ist. Eigentlich bockt es total. Muss man so sagen. Oh, es gibt drei neue Nachrichten. That's a Savannah area code. Dann gucken wir mal, vielleicht hat mir But einer ein that's the kleines type of Ständchen note hinterlassen you'd oder so. leave a babysitter. So, und Attacke. Ist immer ein bisschen unvorteilhaft, wenn man nicht weiß, wo man hingeht. Aber. Naja, wir haben die Schublade vergessen. Da muss man nochmal nachgucken. Hätte jetzt eine übelste Knarre drin liegen können, aber naja. Schade, schade. Jetzt gucken wir erstmal, was uns der Anrufbeantworter zu sagen hat. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive Scheint die back sind das tonight, so we're irgendwie staying an extra die day. Eltern oder so. Thanks so much for looking after Ah, Clementine, and I promise we'll Clementine, be okay. back in time before your Müssen spring wahrscheinlich break. irgendwie an die Eltern Message 2, Hilferuf hinterlassen. left at Gucken, was jetzt 11:19 kommt. p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're Vielleicht not kriege ich ja letting das us Kind gleich, leave das wäre and was. aren't telling us anything about Also müssen wir zu Atlanta. zweit. Please, please, just leave the city and take Clementine with you Wer back ist to überhaupt Murrieta. diese. I've got to get back to the hospital. Diese Please Diana? let me know that you're safe. Babysitterin vielleicht? Message 3, Gucken, vielleicht ist sie left auch noch da, at also wahrscheinlich zu dritt. Soll ich noch nicht auch mit Bye Bye 6:51 p.m. anfangen soll, aber. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Hört sich bitte an. Jetzt muss er erstmal. Erstmal müssen wir die Kleine finden, würde ich sagen. Oh, ja, da ist schon wer. Huh? Hello? You need to be quiet. Okay.
Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Ja, geh doch nicht dahin. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Wo bist du denn? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Nee. That's smart. Mit dem Bein komme ich alleine nicht hoch. Can you see me? I can see you through the window. Hey. Oh, Alter! Alter! Das ist bestimmt irgendeine Insiderin. Komm, komm, komm! Bitch, Alter, ich klatsch dich voll weg! Bam! Nein! Oh, Idiot! Idiot! Bam! Geh nicht mit dem falschen Nigger an, Alter. Keine Chance. Komm, immer ins Face. Ja, die kleine Witch im Hammermann, sehr geil. Los, gib mir den Hammer, Mann, gib mir den Hammer! Gib mir den scheiß Hammer! Los, mach doch mal, Kind! Kind! Oh. Endlich, jetzt voll rein, voll ins Face, Alter! Und nochmal rauf! Bam, nochmal! Kaum einmal geht noch! So. In Ordnung. So muss das sein. Bitch, Alter. Wollt ihr mich echt fressen? Was geht denn bei ihr? Man. Hi there. So, jetzt erstmal einen kleinen Plausch. Ja. Did you kill ja, it? Ja, hab ich. Yes. It's okay. I think she was a monster. Da denkst du richtig. I think so too. Da denkst du auch richtig. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. Ne, die sind bestimmt nicht mehr. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. Ich glaube, sie kommen nicht mehr von allein. Find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Die Kleine. Stay close to me. Mal gucken, was jetzt kommt, ey. Der Idiot wird bestimmt probieren, das Baum hochzuklettern. Ja, es war so klar. Na, schafft er nicht. Ein paar Vorräte, bei denen wäre nicht verkehrt. Now, let's stay quiet. We'll head out to the ach, hätte es doch geschafft, oder? Follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me. Ja, laufen, du kannst doch eigentlich laufen, Junge. So, Attacke. Guck mal, was uns außerhalb dieses Hauses und dieser Gegend erwartet. Jetzt, glaube ich, fängt hoffentlich mal der actionreiche Part an. Nee, wir gehen nicht zur Tür, die ist doch zu. Na, wir gehen doch jetzt zur Tür und gucken, ob sie wirklich zu ist. Das sah auf jeden Fall schon von weitem aus, als sei sie zu. Und Attacke ein Auto schnappen, er fährt also einen übelsten Jeep und dann Attacke. Irgendwas looten, ey. Wir haben heute keine Waffe dabei. Alter. I found the bastard. Oh, oh. Are we going ey, noch nicht, Fräulein.
They're after me, not you. Why? Stay down! Georgia State Patrol! Dude, he won't listen to that. Okay! Ey, ich hab dir ja schon getan. Oh shit, you're not one of those things. Sag doch gleich. Idiot. Jetzt mal sieh mir, ich halt nicht bin. We're sorry about that. Well, Andre's sorry about that. It's Officer Mitchell. Na ja, komm. Na komm, wir die ins Hinschleppen. My name's Sean. Sean Green. Ach, das ist Sean. This is Andre. Officer Mitchell. Did you see any of those things? One of them just got our buddy Chet. I saw a lot in the forest, but that was a while ago. Yeah, one we're looking for is still in the neighborhood. Oh shit, you hurt your leg pretty bad. Das sieht schlimm aus, glaubst du? Schmerzt. Wir brauchen Morphium, viel Morphium. To my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up too. I'm not a dad. I'm a babysitter. Spiel bloß mit, Kleiner. Her parents are out of town. Whoever you are, let's get a move on. We just were. Oh fuck. Abknallen, abknallen. Shit. It's Chet. Abknallen, abknallen. Let's go, get to my car. Go. Oh, los, Junge, überwinde dich. Das ist ein Zombie-Mensch. Idiot. Und jetzt mal wieder los. Jetzt brauche ich mal umfahren, finde ich. Und ab geht's, wo immer. Wohin auch immer, aber los ist mal. Los in die Freiheit. So. Gucken, wo wir jetzt landen. Wie viele Erfolge man hier freischaltet, also echt für nichts tun. Weil einfach nur sich wegfahren lassen und nur mal A, B drücken. Das ist echt krass. Ah, wir fahren inzwischen noch die Farm von dem Sean, Alter. Und da mal gucken, macht er mich wieder heil. Und dann geht's rund. Say hi to your dad. Yeah. I'm sorry, Sean. Chet was a good dude. One of the best. So, wir haben ein paar Unterschiede zum Film, gibt's schon. Da kennt Sean hier nicht den Typ. Also den Hörschef an der Farm. Der jetzt hier, denke ich mal, gleich kommen wird. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta, and, Chet. He got killed. No. You're kidding. Those things got him. Es ist so, wie es ist. I don't know what's going on. Kann man es tun? I'm sorry, Sean. So. Jetzt machen wir erstmal wieder heile. You brought a couple guests. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run breakfast. Kann mich ruhig mal aufnehmen, Homo. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Sehr gut. Die Kleine spielt gut mit, muss ich sagen. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is so good. Oh, fast da nicht so rauf, tut auch weh. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Grüß dich, Herschel Green. Oh, yeah. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Mann, frag mich doch nicht so viel. Und sagt dann, ich bin der Knassi, und dann weiß ich, was er mir antun will. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with?
the girl? I was with a police officer. He was ja, giving me er hat mich mitgenommen, ja. Awful das war echt nett von ihm, ja, das stimmt. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. Ich sehe, die anderen Familien nimmt er auf, aber mich nicht. Ist das ein Homo? Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. But what happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. So, dann gucken wir, was jetzt passiert. Da machen wir nämlich gleich ein Päuschen. Haben nämlich wieder die guten 15 Minuten ein bisschen mehr geschafft. Shit. I'm sorry. Shouldn't talk like that. That was a swear. I missed my mom and dad. Das glaube ich dir. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. So, jetzt schlafen wir dann erstmal und dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und yo, Leute. Haut rein, euer Fames.